Dieser Spruch ist vielleicht ein wenig schwerer zu verstehen als viele andere Skatsprüche, weil er ein bisschen schwammig, ein bisschen wolkig ist, wenig konkret. Zum Glück ist die eigentliche Wortsinnbedeutung relativ einfach. Es bedeutet lediglich, dass einer der drei Spieler irgendwann im Spielverlauf, das kann im ersten Stich sein, kann aber auch später im Spiel sein, eine Trumpfkarte ausspielt und damit sozusagen Trumpf fordert, denn auch für Trümpfe gilt ja die Bedienregel. Man kann auch sagen, es werden Trümpfe gezogen, und diese Verwendung der Trümpfe steht quasi im Gegensatz zu dem ansonsten auch sehr bekannten und gebräuchlichen Einstechen, was du eben mit einem Trumpf nur dann machen kannst, wenn eine andere Farbe ausgespielt wurde und du dann als zweite oder dritte Karte den Trumpf legst, weil du die Farbe nicht hast, weil du nicht bedienen musst und den Stich gewinnen möchtest. Also Trumpf aus Spielen im Gegensatz zum Einstechen, Trumpf ziehen, Trumpf fordern auch genannt, das ist erstmal damit gemeint. Das führt uns jetzt direkt zu den interessanteren Fragen: Für wen ist eigentlich diese Taktik und wann wird sie angewandt? Und die Antwort auf diese Fragen ist erfreulich eindeutig und geradlinig. Trümpfe ziehen ist eine typische Alleinspielerstrategie, und wenn du beim Skat Alleinspieler geworden bist, dann versuchst du das so schnell wie möglich umzusetzen. Am einfachsten ist das natürlich in Vorhand, dann startest du gleich als erste Karte mit einem Trumpf ins Spiel, und wenn du eben nicht in Vorhand sitzt, dann startest du typischerweise, sobald du das erste Mal ans Spiel gekommen bist. Und es lässt sich vielleicht am einfachsten mit diesem Blatt aufzeigen, warum das der Fall ist. Wir sitzen hier in Vorhand, wir taufen natürlich Grang und wir spielen die Buben, um die Kontrolle zu gewinnen, um zu verhindern, dass unsere Vollen in der Beikarte, meistens die Asse, aber auch weitere Beikartenstiche eben abhanden kommen, abgestochen werden können. Damit spielen wir quasi nur die Stärke aus, die wir ja als Alleinspieler mit der Trumpfwahl sowieso haben. Und letztlich ist das Ziel, das Trumpfmonopol zu errichten, das heißt, den Gegnern alle Trümpfe rauszuziehen. Das kann in dem Fall bei einem Grang etwa schon nach einem Stich der Fall sein. Wenn die Buben eben verteilt fallen, dann bin ich als Alleinspieler der Letzte, der noch Trümpfe in der Hand hat und habe damit die Kontrolle und kann auch schon ausrechnen, dass ich eben hier höchstens drei Stiche überhaupt verliere, wenn Kreuz günstig verteilt ist, sogar nur einen einzigen Stich abgebe. Und wenn eben die Buben nicht komplett kommen oder die Trümpfe im ersten Stich, dann wird eben noch ein weiteres Mal Trumpf gezogen. Also es wird typischerweise so lange Trumpf gezogen, bis das Trumpfmonopol errichtet ist, oder weil ich ja dann nach einem zweiten Bubenzug selber gar keinen Trumpf mehr habe, ist es vielleicht geprahlt, mit vom Trumpfmonopol zu sprechen. Zumindest habe ich alle Trümpfe bei den Gegnern dann eliminiert. Und auch dann ist das Ziel erreicht. Ich kann dann zwar nicht mehr Kleinkreuz rausspielen, weil ich dann, ja, das Tempo verliere und auf Pik dann abschmeißen müsste, aber ich kann dann von oben meine sämtlichen Stehkarten runterspielen und es besteht keine Gefahr mehr, dass gestochen wird. Das ist am Beispiel Grang am einfachsten zu sehen, aber genauso, wenn ich jetzt etwa hier ein etwas schwächeres Spiel hätte, sagen wir mal die Kreuzdame anstelle des Kreuzasses und vielleicht auch nicht in Vorhand säße, dann würde ich, sobald ich eben ans Spiel komme, entweder wenn Pik rauskommt, steche ich und fange direkt an, Trümpfe zu ziehen, oder wenn Herz oder Karo rauskommt und ich ans Spiel komme, starte ich danach das Einsammeln der Trümpfe, immer mit dem Ziel, das Trumpfmonopol zu errichten, die Kontrolle zu haben und damit eben ganz klar auch einschätzen zu können, wie viele Stiche muss ich überhaupt auch abgeben, einen Sieg sicherzustellen, auf einen Schneider hinzuzielen. All das wird leicht gelingen und viel leichter, als wenn ich einfach über die Beikarte ziehe, wo dann einer schmieren kann und ein anderer einstechen kann. Das verhindere ich durch den Aufbau des Trumpfmonopols. Es gibt einen weiteren Aspekt, der das Trumpfziehen insbesondere für den Alleinspieler so vorteilhaft gestaltet, und den haben wir in dem Beispiel eben schon so ein bisschen angedeutet gesehen. Jetzt deutlich klarer wird es vielleicht, wenn ich das noch kombiniere mit einer Binsenweisheit auch aus der Blattbewertung. Es heißt ja immer so schön, bei einem Farbspiel sollte man mindestens 5 Trümpfe haben. Mehr ist natürlich besser, aber 5 das Minimum. Das seien hier mal die 5 Beispieltrümpfe. Auch dann wird ja in der Beikarte noch empfohlen, 2 Asse mitzubringen. Auch da, mehr ist gut, aber 2 sollten es dann schon sein. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, warum reichen mir als Alleinspieler denn eigentlich 5 Trümpfe? Es gibt doch insgesamt 11.
Und wenn ich 5 habe, dann haben die Gegner ja 6. Das heißt, die haben mehr Trümpfe als ich. Wie kann ich mir dann eigentlich Hoffnung auf das Trumpfmonopol machen? Und die Antwort ist natürlich eine recht einfache, die einfach dem Spiel der Verteilung der Karten auf 3 Hände geschuldet ist. In dem Moment, wo ich hier jetzt eben Kreuz spiele und einen Trumpf ziehe, schaffe ich es eben meistens mit einem von mir ausgespielten Trumpf 2 Trümpfe bei den Gegnern rauszulocken. Und dadurch kann das Errichten des Trumpfmonopols eben auch ab 5 Trümpfen relativ leicht und geradlinig funktionieren. Spielen wir das Beispiel hier einmal weiter. Die ersten 2 Trümpfe sind raus. Jetzt bin ich natürlich nicht mehr dran. Das heißt, ich kann nicht direkt weiter Trumpf spielen. Aber Spiel läuft weiter. Sagen wir mal, es kommt Karo auf den Tisch. Nutze ich die Chance und schnipple mit dem König. Ahne natürlich, dass die Karo 8 blank war und der Spieler hier mir jetzt eigentlich das Karo Ass abstechen möchte. Umso wichtiger, dass ich jetzt mit dem höchsten Trumpf auch hinlange und wirklich konsequent so schnell wie möglich die Trümpfe eliminiere. Hep und Hep sind die nächsten beiden Trümpfe raus. Und jetzt ziehe ich ein weiteres Mal Trumpf. Und ja, im Idealfall fallen die Trümpfe dann wirklich verteilt. Das heißt, bei 5 Trümpfen können sie 3-3 sitzen. Dann habe ich jetzt schon das Trumpfmonopol errichtet. Nach 4 Stichen ganz einfach und typisch beim Skat. Wenn die Trümpfe jetzt 4-2 sitzen, dann sind noch nicht alle Trümpfe raus. Aber auch dann habe ich noch einen Trumpf mehr als der Spieler, der noch den letzten Trumpf über hat, und ein anderer Gegner hat auch keinen Trumpf mehr. Also auch dann bin ich dem Ziel schon relativ nahe gekommen. Und dass bei einem 5-Trümpfer die Trümpfe der Gegner, die 6 fehlenden Trümpfe, 3-3 oder 4-2 verteilt sind, das ist eben die Normalverteilung. Alles andere sind dann seltene Extremverteilungen. Dagegen gibt es dann natürlich auch Taktiken, das wird man im Spielverlauf ja auch merken und seine Strategie dann umstellen, aber gegen die Normalverteilung ist es eben gut, ein Trumpf selber ausspielen, 2 Trümpfe rausziehen, und dadurch wird das so erfolgreich und attraktiv. Keine Regel ohne Ausnahme, das ist ja allgemein bekannt und gilt beim Skat insbesondere. Wann also wird der Alleinspieler keinen Trumpf ziehen? Da gibt es verschiedene Szenarien, die einfachsten und typischsten sind vielleicht beim Grang, aber auch beim Farbspiel, dass der Alleinspieler einfach zu kurz kommt, es sich also nicht mehr leisten kann. In diesem Beispiel etwa in Vorhand, im ersten Stich wird noch Trumpf gezogen, und wo jetzt nur ein Bube fällt, verbietet es sich natürlich mit Trumpf fortzusetzen. Dann kann ich, weiß ich, wie viele Stiche abgeben. Ansonsten gebe ich nur einen Stich ab, wenn ich jetzt über die Beikarte gehe und der Gegner dann eben einmal stechen kann. Wenn ich von Anfang an eben nur diese beiden Buben hätte, dann startet das Spiel eben direkt über die Beikarte. Auch dann ist es keine schlaue Idee, Trumpf auszuspielen. Gegen die beiden Buben in einer Hand kann ich hier potenziell Schneider schwarz werden. Ansonsten, wenn ich eben über die Beikarte spiele, gebe ich nur 2 Stiche ab. Das wäre also eine Variante. Die andere Variante, warum der Alleinspieler keinen Trumpf zieht, ist, dass er vielleicht gar keinen hat. Selten natürlich, aber beim Grang ohne Vieren doch oft genug gesehen. Auch dann wird logischerweise über die Beikarte das Spiel abgewickelt. Es geht ja gar nicht anders. Aber zu diesen beiden naheliegenden, offensichtlichen Beispielen gibt es eben noch weitere. Das eine ist, der Alleinspieler hat ein sehr starkes Spiel und er versucht, seine Schneiderchancen zu optimieren, indem er erstmal seine Schwäche in der Beikarte klärt und hofft, da günstiger davon zu kommen. Also meistens beim Grang mindestens 3 Buben oder beim Farbspiel 7 Trümpfe. Das heißt, der Alleinspieler verzichtet letztlich darauf, das Trumpfmonopol sofort zu errichten, weil er da keinen Zeitdruck hat und weil er die Drohungen, Abstichdrohungen, einfach weniger krass gewichtet als die Variante, dass über Abwürfe auf Trumpf seine Schneiderchance minimiert wird. Das ist also die eine weitere Variante, und die andere, die an sich noch interessanter ist, der Alleinspieler hat ein sehr schwaches Spiel, wo er von Anfang an davon ausgeht, ich muss hier irgendwie bluffen, ich muss irgendwie anders spielen als üblich, ich will vielleicht bei meinen doch nur 4 Trümpfen im Farbspiel noch meine Trumpfvollen verstechen und darf gar nicht selber diese Trümpfe so schwach machen. Also, das ist für euch insbesondere dann besonders wichtig zu wissen, wenn ihr eben in der Gegenspielrolle seid und der Alleinspieler nicht mit Trumpf startet, dann
solltet ihr das direkt mal einordnen, auch anhand der Reizung und anhand eures Blattes, welche der eben genannten Szenarien könnten da vorliegen.